Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Albion. So, ich bin ein Stückchen den Gang entlang gegangen und habe eine Bodenplatte gefunden, die hoffentlich diese Wand da hinten dran öffnet und dann, beziehungsweise das Gitter öffnet. Wir bleiben einfach mal stur stehen. Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, dass das eine Zeitfrage ist. Okay. Hindernisse überwunden. Ich hatte schon kurz gezweifelt. Aber ja. Die Helden haben auch noch mal eine Runde geschlafen. Oh. Magier. Einer. Okay. Mit einem kann ich leben. Mit einem kann ich leben. Schacke. Okay. Kriegen wir hin. Ja. Also die Helden haben geschlafen. Alles teilweise wieder gut. Nicht so ganz so gut. Ich glaube, Trill hat gekrittet, oder? Okay. Danke, Trill. Bekommst nach dieser Folge eine extra Ration Essen oder so. Was auch immer du haben möchtest. Das war klasse. So, ist irgendjemand überladen, ja. Ja, dann lassen wir mal diese... Obwohl, mit irgendwas müssen wir auch Geld machen. Wir haben so viel Heiltränke verbraten und so viel... Zeugs verbraten. Mit irgendwas müssen wir hinterher Geld machen. Wer von euch kann noch was tragen? Du kannst noch. Okay, Trill, dann gib ihm mal bitte so 2-3 Essen. So, Welt in Ordnung? Ja, wir können uns bewegen. Sehr schön. Wieder gefühlt eine Sackgasse. Wir gönnen uns mal nochmal so ein Leuchtstab-Dings da. Einfach fürs gute Gefühl. Und für die gute Sicht. Oh, Kacke. Meine Freunde, die Flammenkugeln. Ich sehe eine Bodenplatte. Ich sehe da eine Bodenplatte. Ah, was sagt die Karte dazu? Die Karte sagt 3 Bodenplatten. Menge Feuerbälle dazwischen. Das kann ja nur schief gehen. War knapp. Das war nicht knapp. Scheiße. Ich habe da keine Geduld bei dem scheiß Flammenzeugs da. Ach Mann. Oh, wird schon irgendwie. Also hier sieht es aus, als würde da irgendwann mal was aufgehen. Ja, das ist auch ein Gitter. Also sorry, bei Feuerbällen fehlt mir die Geduld, auch wenn ihr sonst meine Geduld rühmt. Aber dafür fehlt sie mir einfach. Also, wir haben diverse Bodenplatten. Vielleicht hätte ich darauf treten sollen. Okay, wir haben fast nichts zu verlieren. Wir gehen mal auf diese Platte. Und irgendein schabendes Geräusch. Das Ding bewegt sich. Und saugt die... Feuerbälle. Okay. Was hat uns das jetzt gebracht? Da hat sich nichts verändert, aber da ist ein Gang. Da sind ganz viele Türen. Und offene Türen, die irgendwie anders aussehen. Können wir das nochmal machen? Ja, ich flitze mal vor. Hä? Bringt uns das irgendwie voran? Weil da sind auch noch Bodenplatten, aber jetzt ist hier zumindest mal ein bisschen Ruhe. Es hat auf jeden Fall wieder Bing gemacht. Wenn mal die leuchtet jetzt halt wieder.
jetzt leuchtet die und ich höre jetzt plötzlich Gegnergeschnaufe. Kann man das bis in die Unendlichkeit tun, oder? Was mit den Platten in der Mitte? Oder muss man da auch wieder länger drauf parken? Weil Erwartung ist, dass diese Tür da irgendwann aufgeht. Vielleicht über diese Platten laufen, während das Ding sich bewegt? Geh mal kurz aus den Füßen. Ah, jetzt ist die grau. Und die andere nicht. Moment mal. Zack. Zack. Okay, ich habe die Tür gehört. So ganz verstanden habe ich es nicht, aber es hat irgendwie funktioniert. Das ist alles, was zählt und ich habe Angst, dass gleich Gegner kommen. Wir können rasten. Okay, dann machen wir das auch mal. Einmal kurz duschen und dann machen wir nochmal Licht. Ist versprochen. Wir werden keine Nachtwanderung machen. Das Rätsel war mir ein bisschen suspekt, aber irgendwie haben wir es gelöst bekommen. So, Harriet nochmal. Und dann darf Sira nochmal so ein Leuchteding anmachen. Und wir folgen dem Gang. Und es ist verdächtig friedlich und irgendwas hat hier gekracht. Das sieht... Ich wollte gerade sagen, es sieht hier verdammt baufällig aus. Der Boden an dieser Stelle bricht krachend ein. Ja, wo hätte ich sonst drüber gehen sollen? Unsanft landen alle auf dem Steinboden. Ein modriger Geruch durchzieht die abgestandene Luft. Dieser Bereich sieht aus, als ob er schon lange aufgegeben wurde. Ach nee, da wäre ich nicht drauf gekommen, mein lieber Kunak. Okay, wir sind wo auch immer. Wo es auch ziemlich kaputt aussieht. Ich sehe Furcht. Na gut, Furcht war ja bisher nie so ganz so schlimm. Dann kommt mal her. Furcht 2, ja. Schaffen wir locker. Locker vom Hoggern. So, dann sollte hoffentlich eine das Zeitliche segnen. Spazieren, ist nicht so schlimm. Meldet auch. Oh, das hatte ich mir eher so vorgestellt, dass jetzt zumindest einer tot ist. Sterben jetzt beide? Nein. Okay, dann aber jetzt. Ist halt schade, dass die beiden jetzt die Erfahrungspunkte nicht bekommen. Aber es waren ja nur 50. Da kamen wir her und da ist wieder die Hölle an Türen. So eine geschlossene Tür, keine Ahnung. Welche Schweindel hätten sie denn gerne? Ich habe schon lange den Überblick verloren, wo wir überhaupt hin sollen. Achso, ursprünglich suchen wir ja eigentlich ja mal eine Methode, irgendwie viel Energie zu bündeln. Aber ob wir da nur annähernd auf dem richtigen Weg sind, das... keine Ahnung. Vielleicht haben wir schon irgendwas übersehen. In Panik, okay. Und ich habe es einfach noch nicht mitgeschnitten oder so. So, eine Pest 1. Mal bitte entpesten. Ja, du musst dringend was gegen deinen Atem tun. Ich glaube, das war auch Panik, oder? Nee, krank. Oh, krank, müssen wir gucken. Moment.
vorrücken. So, du wirst ein Beilchen. Und dann machst du bitte mal noch ein Feuerbein. Ja, dann geh du dem mal entgegen. Du greifst ihn an. Krankheit müssen wir gleich gucken, weil das ist nach dem Kampf nicht weg. Ja, das ist korrekt. Dann schauen wir zuerst mal nach einem Antikrankheitsflächengift. Krankheit. Harriet. Krankheit weicht aus ihrem Körper. Sehr schön. Dann gehen wir zuerst mal nach der geschlossenen Tür da schauen. Und schauen ein bisschen nach Schaltern. Wollen wir die aufmachen? Ja, machen wir. So, da hinten ist eine Tür. Fahnen, noch eine Tür. Schalter gab es keine hinter den Fahnen. Keine Ahnung. Welche Schweine hätten sie denn gerne? Nehmen wir mal das Schweindel. Da ist offen, da sehe ich eine leuchtende Bodenplatte. Überblick. Okay, also da gehen wir in den Raum. Moment, da kamen wir her. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hoffentlich länger auf der Bodenplatte parken und dann geht hier was auf. Das könnte Sinn machen. Mit viel Getöse, ja. So, Tier 2. Und hier geht's erstmal beide auf den da. Damit er sich hoffentlich schnell vom Acker macht. Du machst. Nee, mach. Blitzstrahl für die beiden. Du machst einen Feuerball und go. Bitte nicht krippen. Okay, der ist schon Geschichte. Du dahin. Du machst dann nur noch einen Blitzschlag. Weil es nur noch einer ist. Hallöle, Tier 2. Dann machen wir das same procedure as last time. Nur diesmal mit einer kleinen Änderung. So, und zwar machst du diesmal nur einen Blitzschlag auf den linken. Denn das letzte Mal war das eine Tier, ja, vor dem Blitz auf jeden Fall schon tot. Haben wir ein bisschen Mana gespart. So. Wir sind heute geizig. Magie, kleiner Feuerball dahin. Möb. So, das hätten wir geklärt. Dann schauen wir mal den Gang entlang. Weitere Tier. Hallo Tierlines. Für euch haben wir schon eine Taktik. So, lange das Mana reicht. So, ich glaube, dein Feuerball war eigentlich auch nicht vonnöten. Ja, jetzt fange ich richtig an zu geizen. Geht das jetzt auf? Nee, das geht auf unsere Lebenspunkte. Kacke. Das war zu viel gegeizt. Ich gebe es zu. Du machst Magie, Heilung auf Tom. Tom bleibt auf dem. Du gehst auf den. Du gehst auch auf den. Du... Ja, das soll so passen. Hoffe ich zumindest. Ja, der ist tot. Tom.
okay, die andere Taktik war vielleicht doch besser. Ah, dummdi-dumm. So, Tom Level 31. Dann macht Melters bitte noch eine Heilung auf Trill. Und dann ziehen wir weiter. Da unten ist eine geschlossene Tür. Und Tiere. Ah ja. So, zack. Du machst bitte auch wieder deinen Feuerball dahin. Du machst deinen Blitzschlag dahin. Machen wir wieder die vorletzte Taktik. Ja, das funzt jetzt. So, du machst Magie Heilung auf Trill. Du angreifen dahin. Du ebenfalls angreifen dahin. Okay. Ja, der Blitz ging nicht durch und hat, glaube ich, auch keinen Mana gekostet. So, jetzt haben wir da um die Ecke eine Tür. Ich reiße jetzt willkürlich Türen auf. Oh, Loot. Loot. Vielleicht? Ha, Loot? Ah, Heiltränke. Die nehmen wir dankend an. So, ne? Sogar nicht überladen. Dann hätten wir Leben stehlen. Da ist der Name Programm und das müsste für Kunax sein. Schauen wir gleich. Wieder Leben stehlen. Ich glaube, das ist das, was die Magier auf uns casten. Diese blaue Wolkengedönse da. Ihr wisst, was ich meine. Nochmal Zeugs umschichten. So. Tom, wie geht's dir? Super. Dann hätten wir Magie stehlen. Nameprogramm müsste auch für Kunax sein. So, schauen wir mal. So, Magie stehlen, Spruch lernen. Kunax hat den Spruch gelernt. Und Leben stehlen, Spruch lernen. Kunax hat ihn gelernt. Kann den noch jemand? Eigentlich nicht, ne? Der Spruch ist schon bekannt, ja. Also haben wir den noch einmal für die Hosentasche. Du machst bitte Zaubern, Heilung auf Trill. Dann ist der auch wieder glücklich. Und diese Abzweigung hat sich gelohnt. Wie auch immer. Wir kamen irgendwie durch. Ich gehe jetzt einfach der Nase nach. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hi. Zwei Tier, zwei, hätte ich jetzt gedacht. So, du da. Du Feuerball dahin. Du Blitzschlag dahin und go. Okay, Tür hat, glaube ich, gekrittet. Es lag nicht daran, dass meine Taktik nicht gut war. Es war ein Crit von Trill bestimmt. So. Feuerball, zack, go. Sehr schön. So, und wir gehen einfach mal wieder der Nase nach. Bis uns wieder zwei Tier 2 eingreifen. Sehr schön. Ein klein bisschen mehr Abwechslung hätte hier nicht geschadet. Liebe Entwickler. Aber ja, ich habe ja schon über andere Sachen mehr gemeckert. Von daher, das ist schon okay. So, Blitzschlag dahin und go. So, diese Kämpfe gehen sehr gut von der Hand. Du machst nochmal eine Heilung auf Trill und weiter geht's. Ja, wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, wir laufen im Kreis, aber nein. Wir laufen schon irgendwie voran.
procedures last time. Die anwenden Feuerball, zack, Magie, Blitzschlag dahin, go. Ah, ich glaube, das Tier hat gekrittet. Jetzt geht natürlich meine ganze Rechnung nicht mehr auf. Böses Spiel. So, der ist tot. Der rutscht Sira ziemlich aufs Pelz, aber ja. Bei Sira ist ja gar das mit dem auf dem Pelzrücken ja auch wörtlich zu sehen. Weil sie ja sowas wie ein, so ein Fell irgendwas anhat als Iskall. So, dann bitte mal kurz mal Trill wieder irgendwie so ein bisschen wach machen und ihm dann einen Heiltrank einflößen und dann geht's weiter. Moment. Gib mal noch bitte Kunax Sonnenmana-Trank und nein, das wollte ich nicht. Und Meltas darf auch so ein Ding. So. Nein, ich will nichts aufheben. So, wo kommen wir jetzt her? Da. Okay. Ja, Spiel. Gut, dass wir nochmal Mana getrunken hätten, sonst hätten wir jetzt unsere Taktik ändern müssen. Und wehe euch, ihr krittet mir wieder Trill aus dem Leben oder sonst irgendjemanden. Dann kriegen wir hier Krach. So. Wieso lebt der noch? Ach Jungs. Geh du schon mal bitte auf den da. Du gehst auch auf den da. Und du gehst auch auf den da. Und Tom macht das jetzt bitte alleine. Tom macht's nicht alleine. Tom, shame on you. So, jetzt aber. Trill Level 29, Harriet Level 23. Und Harriet, du darfst mal eine Heilung zaubern auf Trill. Und dann schauen wir, ob dieser Raum nochmal kommt. Ich könnte ja jetzt versuchen darzustellen, dass ich hellseherische Fähigkeiten habe, aber nein. 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 Hab ich nicht. So. Wenigstens da ging jetzt die Taktik wieder auf. So, du gehst da drauf, du bitte auch. Das ist eine Bodenplatte. Ah, da ist auch eine Wand dahinter. Wie auch immer. Ja, die Tür. Ich wollte aber eigentlich auf die Karte gucken. Okay, dann machen wir die Tür auf. Das kann schon passieren. Das ist eigentlich sinnvoll, dass wir da runtergefallen sind. Aber ich glaube, dass wir vorhin runtergefallen sind, hätte sich nicht vermeiden lassen, weil der ganze Gang ja quasi nur ein Feld breit war. Und ja, das hätten wir gar nicht vermeiden können. Denke ich mal. So, du machst bitte einen Blitzstrahl auf diese Zeile. Du machst einen Feuerball auf den da und go. Oh, das Tier da ist. Das könnte kritisch werden. Das könnte kritisch werden. Und das da halt auch. Du angreifen da, du angreifen da, du
angreifen, da du machst bitte einen Schild auf dich selbst und go. Feuerball auf. Nee, mach einen Feuerball bitte auf den da. Und du machst bitte einen Blitzschlag, der auf dein Leben geht, schon mal auf den da. Okay. Ein Tier ist tot. Tom ist auch fast tot. Okay, du bewegst dich dahin. Tom schlägt bitte auf den da. Und du gehst da drauf. So, jetzt bringt's bitte zu Ende. Nicht mit Meltas, sondern mit dem Tier, danke. Ah, Kunag Level 20. Gegenstände bleiben hier. Und wir gehen die Pause. Bis gleich.